Zu Beginn des dritten Jahrtausends halten viele Menschen Hellseherei für Unfug oder gar Betrug. Sie glauben nicht daran, dass manche Menschen in die Zukunft sehen können. Tatsächlich gibt es aber einige sehr interessante und gut dokumentierte Fälle von Hellseherei. Einer davon ist der des bayerischen Brunnenbauers Alois Illmayer, gestorben im Jahre 1959. Ein ähnlich begabter Hellseher war der Norweger Anton Johansson, ein Bauer und Fischer aus Nordnorwegen. Im Jahre 1908 sah Johansson den Verlauf des Ersten Weltkrieges voraus und am 4. März 1914, 5 Monate vor Ausbruch des Krieges, wurden seine Visionen im Svenska Dagbladet abgedruckt. Dort konnte man lesen, dass es zu einem Krieg zwischen Deutschland und Österreich auf der einen sowie Russland, Frankreich und England auf der anderen Seite kommen werde. Auch Belgien werde mit einbezogen werden. Ob Italien beteiligt sein werde, habe er nicht vernehmen können. Deutschland wird Elsass-Lothringen verlieren. Genauso war der Kriegsverlauf. Deutschland verlor den Krieg und musste im Westen Elsass-Lothringen abtreten. Dann sagte Johansson noch einen Krieg in Spanien voraus. Das erfüllte sich 22 Jahre nach der Vorhersage. Im Jahre 1936 brach der spanische Bürgerkrieg aus. Von Alois Illmayer gibt es vergleichbare Voraussagen. Beispielsweise zitierte die altbayerische Heimatpost den Hellseher am 20. November 1949. Ich gebe den Text in Hochdeutsch wieder. Drüben im Osten gibt es noch einen großen Umschwung. Das geht noch nicht so geschwind und es werden allerhand Kämpfe vorausgehen. Aber es kommt. Da Illmayer direkt im Anschluss von Josef Stalin sprach, ist klar, dass mit drüben im Osten Osteuropa und Russland gemeint ist. Damit hat Illmayer den Zerfall des Warschauer Paktes vorausgesagt. Eine weitere bedeutende Voraussage Illmayers bezieht sich auf schwere innenpolitische Krisen, die zeitgleich Italien, Frankreich und Deutschland betreffen sollen. Auf dem Höhepunkt der Unruhen in Italien soll der Papst Hals über Kopf aus dem Vatikan und nach Deutschland flüchten. Im Laufe der Unruhen in Frankreich sollen die Bürger von Paris, dabei ist explizit von der Jugend die Rede, ihre eigene Stadt anzünden. Was Deutschland betrifft, heißt es bei Illmayer, dass es vor dem Ausbruch der Unruhen eine hohe Inflation gibt und Steuern, die keiner mehr bezahlen kann. Eine weitere Voraussage Illmayers, mit der sich allerdings erheblichen Ärger einhandelte, die man aber auch bei anderen Hellsehern findet, betrifft einen Angriff Russlands auf Westeuropa. Im Hochsommer irgendeines Jahres soll Russland urplötzlich und völlig überraschend Westeuropa angreifen. Deutschland überrennen und bis zum Rhein und zur Donau vorstoßen. Dann soll der Angriff zum Stillstand kommen und der Krieg soll nach etwa 3 Monaten mit der Niederlage Russlands enden. Ein Atomkrieg in Mitteleuropa hat Illmayer wohlgemerkt nicht vorausgesehen. In seinen Vorhersagen werden weder Lichtblitze noch Atompilze, Druckwellen oder radioaktive Verseuchung erwähnt. Statt eines Atomkrieges sah Illmayer immer wieder folgendes Szenario voraus. Unmittelbar nach dem Überraschungsangriff der Russen startet aus einer Wüstenregion im arabischen Raum eine gigantische Flugzeugarmada, fliegt Richtung Tschechien, fliegt dann weiter nach Norden und unterbricht mit einem chemischen Kampfstoff den Nachschub der Russen. Damit soll die Niederlage Russlands besiegelt sein. Folgt man Illmayers Angaben, so müssen es mehrere tausend Flugzeuge sein, so viele, dass den USA dazu eigentlich die Piloten fehlen. Die Lösung dieses Rätsels lautet: Die ganze Flugzeugarmada besteht aus unbemannten Kampfdrohnen. Hier sehen Sie eine amerikanische Drohne vom Typ X-47B. Solche Tarnkappendrohnen werden seit einigen Jahren konstruiert und produziert. Seit dem Jahre 2012 ist das US-Militär sogar erstmals dabei, mehr Drohnenlenker auszubilden als echte Kampfpiloten. Dann hat Illmayer unmittelbar vor Ausbruch des Krieges neue Spannungen auf dem Balkan vorausgesehen, einen neuen Nahostkrieg, im Zusammenhang damit Flottenkonzentrationen im Mittelmeer und eine weltweite Friedensbewegung, die auch in Israel ihre Wurzeln hat. Illmayer sagte aber keinesfalls einen Weltuntergang voraus, sondern ganz im Gegenteil, nach einer Zeit der Wirrnisse, eine Art goldenes Zeitalter. Eine wichtige Voraussage des Hellsehers in dem Zusammenhang bezieht sich auf den Klimawandel. Schon 1949-50 sagte er voraus, dass es in Südostbayern einmal sehr viel wärmer wird. Die Bauern sollen dort 2-mal im Jahr ernten können. Es sollen dort Südfrüchte wachsen wie Feigen, Zitronen und Orangen.
Der heutzutage auch im New Age vorherrschende Glaube, die alten Prophezeiungen seien überholt und angeblich ungültig, ist also angesichts des sehr deutlichen Gegenwartsbezugs Illmayers so nicht haltbar und beruht schlichtweg auf Unwissenheit oder ganz einfach auf Ignoranz. Was die Qualität und die Glaubwürdigkeit Illmayers betrifft, so sei noch erwähnt, dass er im Jahre 1946 wegen betrügerischer Hellseherei angeklagt wurde und einen Freispruch erster Klasse erhielt und erst durch diesen Freispruch richtig berühmt wurde. Einen Teil der Prozessakten findet man noch heute im Staatsarchiv München, unter anderem die Urteilsbegründung und Überwachungsprotokolle der Polizei. Die bisherigen Informationen dieses Trailers beruhen überwiegend auf dem, was schon seit Jahrzehnten in Zeitungen und Büchern publiziert wurde. Aus meiner eigenen Zeugenbefragung will ich folgenden Fall nachtragen. Eine Frau, die ich Anfang 2012 mit Bild- und Tondokumentation interviewte und die Illmayer in den 50er Jahren in ihrer Kindheit kennenlernte, sagte mir, Illmayer habe Smartphones vorausgesehen. Konkret soll Illmayer gesagt haben, die Leute telefonierten mit einer Zubahnschachtel. Und spielen täten sie auch damit. Zuban war ein Münchner Zigarettenfabrikant, der Zigarettentabak unter anderem in kleinen Blechboxen vertrieb, die überwiegend schwarz waren und abgerundete Ecken hatten. Soll man das glauben? Hat Illmayer wirklich Smartphones vorausgesehen? Da war ich selbst etwas skeptisch. Dann fand ich aber in einem Buch von 1959 folgende Voraussage, die einer Seherin aus dem 17. Jahrhundert zugeschrieben wird. Die Seherin sagte über den Menschen, »Ich sehe sie ein kleines, kantiges Ding in den Händen halten, das ihnen Auskunft gibt über alles, was sie wissen wollen.«